In der heutigen Folge werden wir dann endlich mal dieses Haus hier beenden, den Boden ziehen und das Dach vollenden. Also ich denke mal, hier werden wir auch nochmal einen Boden ziehen, aber das machen wir alles nach dem Intro. Dann sage ich mal bis gleich. So, da sind wir auch schon und sind fleißig dabei, den Boden zu ziehen. Ich hoffe ja jetzt mal, dass das alles klappt und ich würde sagen, dann machen wir mal eine Schnellaufnahme, weil sonst dauert das Ewigkeit und dann sage ich mal bis gleich. So, Boden Nummer 1 haben wir schon mal fertig. Ich würde sagen, ziehen wir jetzt auch noch direkt den zweiten Boden. Ich denke mal, das, was ich jetzt hier habe nach dem neuen Crafting sammeln, ja, dann würde ich sagen, gehen wir direkt in den nächsten Sequenz rein und bis gleich. Oh, na gut. Das war eine super Überleitung und zwar hauen wir jetzt noch mal rein und dann sehen wir uns gleich beim Dachbau wieder. So, und der letzte Stein ist damit gefallen. Und ja, ich würde sagen, die beiden Ebenen haben wir jetzt fertig. Den Boden muss ich nur schauen. Ich glaube, den werde ich dann aus einem anderen Stein machen, weil ich denke mal, das wird nicht sehr amüsant sein, wenn man da. Ja, moin. Sagt schnell. Holzchen tut. Ich glaube, das würde bei einem Bäcker nicht sehr prickelnd sein, wenn er da Dinge sagt. Da könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare hauen, welchen Stein ich dafür nutzen sollte. Und ja, jetzt bauen wir jetzt erstmal dieses Dach hier fertig. Und dann. Und Speed, der passt. Ja. Weltbekannte Probleme. Kennen wir alles. Nur ich werde befürchten, dass die Steine, die ich jetzt auf der Hand habe, nicht reichen werden. Aber wir machen jetzt erstmal so weit, wie es nur geht. Und dann fängt es auch noch an zu regnen. Na super. So, und dann würde ich auch gleich mal sagen, wir wechseln gleich wieder in den Speed. Aber vorab möchte ich noch vorher noch etwas klären. Und zwar, ich meine, wir sind zwar jetzt erst bei Folge 63, 64, Entschuldigung. Aber, sag mal, die 100 nähert sich jetzt allmählich. So, und ich spiele mit dem Gedanken, eventuell das Format einen neuen Teil zu geben. Das heißt, neuer Name, die altbewährten Schnitte, die ich jetzt seit der Folge 60, glaube ich, nutze, oder 61 war das, glaube ich, habe ich angefangen, die mehr zu schneiden, mehr Speed reinzusetzen, damit es halt schneller vorwärts geht und wir nicht hier tausende an Folgen rumhängen. Wird natürlich dann auch vermehrt in der neuen Staffel geben. Ja, jetzt ist nun meine Frage an euch. Welchen Namen würdet ihr dieser Stadt gerne geben? Da könnt ihr mir gerne mal so ein paar Vorschläge in die Kommentare hauen und ja. Dann werde ich die besten rauspicken und als ich glaube, auf Twitter mache ich das. Genau. Auf Twitter eine Umfrage stellen. Also wenn ihr mir noch nicht auf Twitter folgt, Link ist in der Beschreibung, könnt ihr mir gerne folgen. Da erfahrt ihr so manche Sachen. Ich bin zwar nicht der große Schreiber, aber doch so meine Videos teile ich da gerne. Also wenn ihr da nichts mehr verpassen wollt, folgt mir auf Twitter. Dann könnt ihr alles erleben, mitverfolgen. Da ich ja durch meinen Hauptberuf nicht so die Zeit habe, da alle paar Minuten einen Tweet abzusetzen. Aber gelegentlich kommt da doch was. So, und dann werde ich da eine Umfrage starten und dann werden wir mal schauen, welcher Formatname da am besten geeignet ist. Also, haut's in die Kommentare. Spammt mich zu, ist für meinen Algorithmus auch nicht gerade unvorteilhaft, würde ich mal so behaupten. Und ja, dann würde ich sagen, hauen wir jetzt mal in den Speed und ich freue mich auf eure schönen Vorschläge. Also bis gleich. So, es ist vollbracht. Wir haben es geschafft. Das Haus hat jetzt ein Dach, hat zwei Ebenen, ein Verkaufsraum. Jetzt fehlen nur noch die Fenster und ja, wir werden uns mal jetzt mit ganz viel Fackeln bewaffnen und. Und jetzt sind wir gerade ein bisschen langsam, aber das macht jetzt überhaupt nichts. Ja, um zum Thema nochmal zurückzukommen.
noch mal ganz kurz, halt meine Güte, was war das denn jetzt? Bitte an euch halt, schreibt mir mal in die Kommentare, welchen Namen ihr diesem Format geben würdet. Also wie gesagt, also LBSS wird mit einem neuen Formatnamen ab der 101 wieder starten, also weitergeführt, aber halt mit neuem Namen. Und wo sind jetzt die anderen Gläser? Ich habe die doch nicht etwa jetzt im ESIS. Ja gut, geht's euch gut? Alter Verwalter, das geht aber hier ab wie die Luzi, ne? Gewitter und... Naja, während der Speedaufnahme habt ihr das nicht mitgekriegt, aber der ist da so ein paar Meter neben mir ein... Ja. Habe ich sie doch tatsächlich ins Inventar, ins ME getan. So, ich brauche jetzt gerade mal nicht. Der steht da so einsam und verlassen. So, ach ja, ich habe oben noch gar keine Fenster gesetzt. Ja gut. Ja, das war das, was ich wollte. Passt. So. Na. Und da kommt schon wieder ein neuer Kandidat, der mir, glaube ich, an die Flinte will. Hast du irgendwelche Probleme? Tschüss. 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 Alter, hört der nicht? Du sollst gehen. Ah, geht doch. Manchmal muss man den Leuten zu ihrem... Glück zwingen. Was zum Teufel? Habe ich da jetzt zwei verschiedene versehentlich gemacht? Ja, der ist das. Oh, ich glaube, da haben wir ein... Ups. Ja gut, das mache ich dann im Off fertig. Ich habe jetzt echt kein Glas mehr, ne? Ja, die Blöcke hatte ich auch mal was mit vor, aber das sind Kupferblöcke. Ja, mal was essen. Ja, dann holen wir uns jetzt noch ein paar Glasscheiben oder Glasdinger, Bumster. Ja, ihr wisst, was ich meine. Ja, hier werden wir auch irgendwann mal, ich denke mal in der nächsten Folge. Ich habe jetzt viele außen an Häusern gebaut. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir dieses Rathaus fertig kriegen. Und naja, sagen wir so, 1000 Folgen wollte ich jetzt hier nicht verbringen. Also mein Minimum war eventuell auf 500 Folgen. Ab der 100. Folge kriegen wir ja auch Gäste dazu. Also nicht Gäste, sondern Leute, die hier mitmachen. Und ja, ich denke, ich hier jedes Mal irgendwas fliegt mir jetzt zu. Dann dürfte der Fortschritt noch schneller gehen, weil ich mache momentan das alles hier komplett alleine. Ja, wie ihr ja mitbekommen habt, mein werter Sohn hat aufgehört. Ja, hier muss ein Fenster rein, aber das ist auch nebensächlich. So, jetzt habe ich gesagt, machen wir noch Fackeln. Also allmählich geht mir das hier auf den Seppel, dass wir so viele Monster spawnen. Irgendwie fühle ich mich gerade so ein bisschen verfolgt. Aber egal. Aber so die Fenster reinmachen. Da wollte ich ja... Wenn wir hier die 1, 2. Ja, 2 und dann. Alter, geht's da drin. Ab wie Schmitzkatze. Du hast ja schon Fallschaden. Fallschaden gekriegt. So, und das gleiche Spielchen machen wir dann auf der anderen Seite auch. Ja gut, ne? Kann man machen, Freundchen. Denn hier ist ja, soll ja ein kleiner Flur hin, damit die von der Boxstube nach oben kommen können. Hier müssen wir auch noch Fenster reinsetzen. Ich habe schon überlegt, ob wir da so eine große Front machen, aber das mache ich, wenn ich den Innenausbau mache. Ja, ich würde sagen, das war's dann erstmal für heute. Das Haus ist soweit steht. In der nächsten Folge werden wir uns dann mal wieder um den guten alten, um das gute alte Rathaus kümmern, damit hier oben endlich auch die schönen Türme und alles hier seine Dächer kriegt, die Böden gezogen werden. Ja, das versuchen wir dann mal in, ich versuche es mal in 2 Folgen hinzukriegen.
Wird zwar nicht einfach, aber das kriegen wir hin. Und hier haben wir den Boden soweit schon fertig. Und hier nur noch da drüben. Ich wollte das beschränken wahrscheinlich auf 2 bis 3 Etagen. Na, 3 Etagen. Das ist das Erdgeschoss, dann erste und zweite Etage. Und dann hier oben Archive setzen oder halt Rumpelkammer, kann man das auch nennen. Treppenhaus Nummer 1, Treppenhaus Nummer 2. Da müssen wir noch die Säule hochziehen. Dürfte aber ein geringeres Problem sein. Das werden wir intrigieren, das heißt, die Wand wird weggezogen. Dann haben wir hier einen großen Raum. Das gleiche Spielchen machen wir dann auf der anderen. Also da wisst ihr so grob, was jetzt in den nächsten Folgen auf euch zukommt. Ich denke mal, so 2, 3 Folgen werden wir definitiv hier nochmal dran sitzen. Dann ist wirklich auch nur Rathaus angesagt, dass wir das hier fertig kriegen mit den einzelnen Ebenen. Und die Raumaufteilung machen wir dann später mal. So, damit wir das nicht unendlich in die Länge ziehen und ich meine knapp 10 bis 15 Minuten noch einhalten kann, sage ich dann an der Stelle mal ciao, bis zum nächsten Mal und lasst ein Like da, abonniert, wenn ihr neu seid, das würde mich freuen und bis dann, ciao, ciao!